Sedimente aus Flüssen und Seen in Industrie- und Bergbauregionen sind oft mit Schwermetallen belastet. Um die Funktion der wassertechnischen Bauwerke aufrechtzuerhalten, müssen die Sedimente regelmäßig beräumt werden. Kommen sie mit Luft in Kontakt, gehen die Schwermetalle durch Oxidations- und Versauerungsprozesse in Lösung und können in das Grund- und Oberflächenwasser gelangen. Damit werden die Sedimente zum Umweltproblem. Grobe Schätzungen gehen von rund 20 Millionen Kubikmeter Sediment in den Gewässern Sachsens aus. Und wir in Leipzig haben die etwas unglückliche Situation, 1 Million davon in unseren Gewässern hier zu haben. Das Elsterbecken selbst hat etwa 900.000 Kubikmeter Sedimente, was dazu führt, dass die hydraulische Leistungsfähigkeit des Elsterbeckens natürlich nachlässt. Das heißt, das Abflussvermögen hier im Elsterbecken wird von Jahr zu Jahr dadurch durch die Sedimentablagerungen geringer. Und deswegen sind wir also hier und versuchen, die Sedimente zumindest teilweise zu entnehmen. Bisher wurden die entwässerten Schlämme durch Deponierung entsorgt. Wissenschaftler vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig haben gemeinsam mit der Bauer Umwelt GmbH ein naturnahes Verfahren zur Reinigung der Sedimente entwickelt. Die beiden wesentlichen Schritte dieses Verfahrens sind die Konditionierung mit Pflanzen und die Entfernung der Schwermetalle durch Bioleaching. Ziel ist es, die natürlichen Oxidations- und Versauerungsprozesse kontrolliert zu intensivieren und zur Abtrennung der Schwermetalle zu nutzen. Um die Beeinträchtigung der Gewässer so niedrig wie möglich zu halten, werden die Sedimente mit einem Saugspülbagger entnommen und in spezielle Lagerbecken eingespült. Dieser Schlamm ist sehr wasserhaltig. In den Becken setzen sich die Feststoffe ab, in denen die Schwermetalle enthalten sind. Zur Charakterisierung der Schlämme werden repräsentative Proben entnommen. Im Labor wird das Sediment mit Hilfe von standardisierten Methoden analysiert. Auf der Basis der ermittelten Daten und gesetzlichen Grenzwerten kann das Gefahrenpotenzial beurteilt werden. Daraus lässt sich ableiten, wie die kontaminierten Sedimente optimal behandelt werden können. Durch einfache Abtrocknung entstehen Risse und es kommt zur Schollenbildung. Das Innere der Schollen bleibt dabei weiter pastös. Während der 2-monatigen Lagerung entwässern die Schlämme und sind nun transportfähig. Wird aufgrund der hohen Belastung der Sedimente eine weitergehende Behandlung notwendig, werden diese in speziell abgedichtete Becken eingebracht. Der Einbau der Schlämme muss dabei mit gleichmäßiger Schütthöhe erfolgen. Im ersten Behandlungsschritt werden die Sedimente mit tiefwurzelnden Gräsern bepflanzt. Dadurch sollen die Schlämme eine erdähnliche, wasser- und luftdurchlässige Struktur erhalten. Besonders bewährt hat sich das Rohrglanzgras, Phalaris arundinacea. Die Pflanze ist an feuchte Standorte angepasst und toleriert hohe Schwermetallkonzentrationen. Und mehr Druck! So ist gut! Neben der Verwendung von vorkultivierten Pflanzen ist auch die Aussaat im Anspritzverfahren möglich. Innerhalb einer Vegetationsperiode bilden die Pflanzen einen dichten Bestand. Durch Transpiration entziehen sie dem Sediment Wasser. Das Gras ist außerdem weitgehend unempfindlich gegen Schädlinge. Über das sumpfpflanzentypische Luftleitsystem wird Sauerstoff in den Wurzelbereich transportiert. Im Zusammenspiel mit den Bodenorganismen löst der eingebrachte Sauerstoff Oxidationsprozesse aus und beschleunigt die Strukturänderung.
Das Rohrglanzgras lagert kaum Schwermetalle in die oberirdische Biomasse ein. Es wird zum Ende der Vegetationsperiode geerntet und kompostiert. Hier sieht man sehr schön, wie aus dem ursprünglich schlammig-pastösen Material im Laufe einer Vegetationsperiode durch die Pflanzen und Mikroorganismen ein krümelig-erdiges Material geworden ist. Und das ist für den nachgeschalteten Prozess, für das Bioleaching wichtig, weil nur bei diesem krümeligen Material kann Wasser perkulieren und somit die Schwermetalle, die durch die Mikroorganismen in Lösung gebracht wurden, herauswaschen. Nicht kontaminierte Sedimente sind nach dieser Behandlung als Bodensubstrat verwertbar. Mit Schwermetallen belastete Sedimente können nach der Konditionierung im zweiten Verfahrensschritt durch Bioleaching gereinigt werden. Naturnahe, sanfte Verfahren zur Reinigung belasteter Böden und Flusssedimente stellen heute eine sinnvolle Alternative zur Abtransport und Deponierung dieser Materialien dar. Die positiven Ergebnisse des Pilotversuchs Sedimentkonditionierung sind für uns Basis neuer Geschäftsfelder in Sachsen, in Deutschland, aber auch weltweit.